OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Willkommen zu unserem großen Wochenrückblick hier bei uns auf OE24TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Blicken Sie mit uns auf die großen Themen der Woche zurück. Wir starten hinein in die Sendung mit dem Gemeinderat der Grünen in Wien, mit Hans Arsenovic. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Danke für die Einladung. Und da blicken wir natürlich auf die wichtigsten Themen der Woche, und eines der wichtigsten ist, welche Koalition wird Österreich bekommen? In dieser Woche hat es ja Gespräche gegeben zwischen dem FPÖ-Chef Herbert Kickl, dem ÖVP-Chef Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler. Und hier konnte man eine ganz klare Linie herausfinden, dass keiner mit Kickl will. Alle haben Kickl abgesagt. Wie haben Sie diese Gespräche diese Woche verfolgt? Ja, Sie haben es gut zusammengefasst, ja, so war es. Eigentlich ist sogar die SPÖ noch einen Schritt weiter gegangen. Der Andi Babler hat ja gesagt, nicht nur mit Kickl nicht, sondern generell mit der FPÖ nicht. In dieser Deutlichkeit habe ich das seitens auch von einem SPÖ-Spitzenpolitiker gehört, das ganz klipp und klar gesagt, auf gar keinen Fall mit der FPÖ, egal wer die Nummer 1 ist. Ja, es kristallisiert sich heraus, das, was wir eigentlich schon immer vermutet haben. Wir werden, ich nehme an, dass der Bundespräsident nächste Woche dem Karl Nehammer den Auftrag zur Verhandlung geben wird. Es wird schwarz-rot und mit größter Wahrscheinlichkeit Neos als dritte Partei dazu sein. Also Sie gehen davon aus, dass die FPÖ quasi raus ist aus der Geschichte, weil die Absage von der SPÖ sehr deutlich war gegenüber der ganzen FPÖ. Von Seiten der ÖVP heißt es eben nicht mit Kickl. Nehammer hat diese Woche gesagt, er möchte nicht der Steigbügelhalter für Kickl sein, also alles sehr deutlich. Sehr deutlich, wobei, es gibt immer ein Wobei oder ein Aber, gleichzeitig hatten wir in Vorarlberg Landtagswahl, da ist es sehr schnell gegangen mit Schwarz-Blau. Das heißt, was Kickl schon macht, er setzt die ÖVP weiterhin unter Druck, er umarmt sie und sagt, ja, inhaltlich sind wir doch so nah im Wirtschaftsprogramm, auch im Migrationsprogramm. Jedes Bundesland, das Schwarz-Blau wird, erhöht natürlich auch den Druck auf die ÖVP. Und wer weiß, es könnte natürlich auch ein Fall eintreten wie in Niederösterreich, wo jetzt erst die Verhandlungen zwischen Schwarz und Rot waren und dann gescheitert sind. Und ich glaube, die FPÖ macht sich da parat, stellt sich da auf und erhöht auch den Druck noch immer auf die ÖVP, damit die vielleicht noch umdenken. Wobei ich glaube, im ersten Schritt wird es sicher nicht so sein. Die ÖVP hat ja so eine Art Österreich-Plan präsentiert bereits am Beginn dieses Jahres. Am ehesten würde sich dieser Österreich-Plan mit der FPÖ umsetzen lassen. Das ist allerdings nicht der Fall, wenn man eben nicht mit Kickl möchte. Kickl ist sozusagen für die FPÖ der Messias. Und es ist klar, dass hier Herbert Kickl hier im Sattel weiterhin festsitzt. Aber welche Punkte können dann überhaupt die SPÖ und die Neos hier in dieses Koalitionsprogramm hineinpressen? Fährt dann die ÖVP drüber? Da gibt es da eigentlich gar kein Drüberfahren, weil die beiden Parteien wissen, wenn sie das jetzt nicht mittragen, dann wird es keine Koalition geben. Ich bin ja auch in der Wirtschaftskammer aktiv und ich habe im Vorfeld schon natürlich mitbekommen, dass die zweite und dritte Ebene der SPÖ und der ÖVP schon verhandelt haben. Vor allem auch die Sozialpartnerschaft, die meiner Meinung nach jetzt wieder mehr Gewicht bekommt, wie in den letzten Jahren. Das heißt, man spürt richtig, dass die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer, die zusammenarbeiten wollen, so wie es immer in schwierigen Zeiten halt so war. Und diesmal habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr stark im Hintergrund passiert, dass die sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen sehr stark sind, also Gewerkschaft, rote Gewerkschaft, schwarze Wirtschaftskammer, und dass es deswegen natürlich auch eine Zusammenarbeit mit Schwarz und Rot gibt, ist für mich eindeutig. Und zu uns jetzt in die Runde dazugestoßen, die ehemalige Politikerin und Journalistin Ursula Stenzel. Ja, schön, dass Sie bei uns sind, Frau Stenzel. Schönen Nachmittag. Wir haben gerade aufgearbeitet die Gespräche über eine mögliche Koalition. Ja. Alle haben eben Kickl abgesagt, ja. Die SPÖ ganz konkret, man möchte überhaupt nicht mit der FPÖ. Und dann hieß es von Seiten der ÖVP, man möchte eben nicht mit Herbert Kickl.
Rechnen Sie jetzt auch mit einem Dreierbündnis zwischen ÖVP, SPÖ und eben den NEOS? Also, es schaut so aus, als ob das die logische Folge wäre, so ein Dreierbündnis. Ich rechne eigentlich nicht damit, weil durch meine vielen Gespräche mit Menschen, mit ganz normalen Leuten, die können überhaupt nicht nachvollziehen, dass nicht der Erstgereihte mit dem Zweitgereihten, so wie in der Schweiz, eine Koalition eingeht. Ja, die finden das nicht politisch gerechtfertigt. Ja. Und natürlich kann man versuchen jetzt, ja, noch einmal Gespräche Runden einzuschalten und zu sondieren und dann zu verhandeln und welche Tricks es da alles gibt, um Verhandlungen in die Länge zu ziehen. Man könnte natürlich so eine Dreierkoalition machen, nur meiner Meinung nach hat diese Dreierkoalition eigentlich den Keim des Scheiterns in sich, weil hier das ähnelt einer gewissen Quadratur des Kreises. Es sind zu viele Unterschiede, ja? Zwischen einer ÖVP und einer SPÖ sind in Fragen Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, CO2-Steuer, sehr viele große Diskrepanzen, die müsste man einmal überwinden und das sehe ich so nicht. Man kann natürlich versuchen, einmal irgendwie in ein Bündnis zu gehen, aber dem gebe ich keine lange Haltbarkeit. Das heißt, hier gehen wir ruckzuck wieder in Neuwahlen, spätestens in 2 Jahren, wenn nicht schon in einem Jahr. Darf ich da nur zwei Punkte? Teilen Sie die Meinung von Frau Stenzel? Nein, gar nicht. Weil erstens, Frau Stenzel, ich kann mich erinnern, dass Sie es damals begrüßt haben, wie Wolfgang Schüssel Bundeskanzler geworden ist. Mhm. Sie haben es begrüßt und er war Dritter, oder? Ja, er war Dritter. Also, wie Sie nur gesagt haben, Standpunkt Argument und Standort erwartet, ja. Wechselt sich natürlich. Okay, aber lassen wir das schon sehen. Und das Zweite, ich durfte ja vor 5 Jahren mitverhandeln, damals türkis-grün, das Wirtschaftsthema. Und natürlich war damals auch die Grünen fordern Besteuerung auf Kapital. Aber es ist halt so in einer Koalition, deswegen sehe ich da kein großes Hindernis. Es kommt halt dann nicht fertig. Ja? Also ein Koalitionsgespräch bedeutet, dass man Kompromisse finden muss. Und die ÖVP wird sicher nicht auf eine Art Erbschaft- oder Schenkungssteuer einsteigen. Und somit kommt es nicht fertig. Das ist jetzt keine große Tragödie, passiert bei Verhandlungen. Auf der anderen Seite wird es auch Dinge geben, die ÖVP nicht durchbringt. Ist so. Deswegen, ich bin überzeugt, dass die das schaffen. Und ich sage es noch einmal, die Sozialpartnerschaft, die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaftler, die arbeiten jetzt schon sehr eng zusammen. Und das sind ja auch die Säulen dieser beiden Parteien. Deswegen sehe ich da kein großes Problem. Ja, man kann natürlich auch eine Verliererkoalition bilden, ob die besonders beliebt ist. Also sämtliche Umfragen zeigen ja jetzt, bin ich wieder bei der Schüssel-ÖVP, trotz allem, der Schüssel war kein Nehammer und der Nehammer ist kein Schüssel. Ja, aber er war Dritter, aber und, ich sag's doch. Ja. Ja, das bringt auch nicht jeder zustande. Und wie gesagt, es wurde ihm ja auch nicht so gedankt, wie wir alle wissen. Ein paar Jahre später wurde er nicht mehr gewählt. Also jeder, nein, man kann natürlich fragen, warum gehen in Ländern zum Beispiel diese Koalition Schwarz-Blau, warum funktioniert das und warum funktioniert das nicht im Bund? Ne? Und da gibt es eigentlich auch nur eine einfache Erklärung. In den Ländern ist überall die ÖVP die Nummer 1 und die FPÖ der Juniorpartner. Und im Bund wäre es umgekehrt, wenn es mit rechten Dingen zuginge. Und da hat die ÖVP Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Da hat ja auch die ÖVP in dieser Woche gesagt, wir haben es gerade mit Herrn Asenovic schon im Intro besprochen, man möchte nicht der Steigbügelhalter von Kickl sein. Ist das hier eine gekränkte Eitelkeit, dass ihr die ÖVP hier nicht als Juniorpartner in so eine mögliche Koalition gehen möchte? Also zunächst einmal sieht die ÖVP ja auch, dass sie die Wahl nicht gewonnen hat und zwar mit einem ganz guten Respektabstand zur FPÖ, nicht? Also wenn man noch irgendwo einen Realitätssinn hat, ja, dann muss man das auch einmal zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, ja, sollen sie eine Verliererkoalition machen? Wenn sie die machen, dann wird die erstens nicht sehr beliebt sein bei der Bevölkerung, weil die will eigentlich eine Regierung, wo es Schnittmengen gibt, größerer Art. Ja? Und wie gesagt, da sehe ich bei bestimmten Dingen zwischen Schwarz und Rot sicherlich keine. Und wenn die NEOS dabei sind, dann droht ihnen ein ähnliches Schicksal wie der FDP in der Bundesrepublik Deutschland mit der Ampelkoalition, wo die FDP also immer wieder in die Situation kommt, zerrieben zu werden zwischen beiden. Also die sogenannten Steigbügelhalter, das dankt der Wähler, dem Steigbügelhalter sicher. Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, wo ich der Frau Stenzel zu 100%ig recht geben möchte,
wäre die Wahl anders ausgegangen, nämlich FPÖ Zweiter. Also Schwarz-Blau hätten wir nach 5 Sekunden Verhandlungen gehabt. Ja. Also so wie in den Bundesländern, da gebe ich hier hundertprozentig recht, das wäre hundertprozentig gekommen. Ich denke halt, dass die ÖVP schon in ihren Genen so einen Machtanspruch hat, dass sie die Bundeskanzlerschaft nicht so leicht aufgeben wollen und deswegen heute halt eine Alternative suchen, wo Karl Nehammer Bundeskanzler ist. Ja, nur die Grünen wären bei der Alternative höchstwahrscheinlich, also wenn die auch noch dabei sind, die ziemlich stark abgestraft wurden vom Wähler aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie zu wenig Grünpolitik machen konnten in der Koalition oder weil sie zu viel Grün machen konnten in den Augen der ÖVP. Aber das wäre wohl, also da würde Demokratie, glaube ich, wirklich ad absurdum geführt. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei der FPÖ, wir können die kleineren Parteien dann auch noch alle abhaken und abhandeln. Die FPÖ, man sagt Herbert Kickl, es geht nur mit ihm, er möchte nur mit ihm in eine Koalition gehen, Punkt. Aber es geht ja auch um sehr viel Macht. Sie sind ja eine gute Kennerin auch der FPÖ und dieser blauen Welt. Warum hält man da weiterhin an Herbert Kickl fest? Warum sagt man nicht, stellen wir ihn irgendwo ab, parken wir ihn noch in einer anderen verantwortungsvollen Position, aber wir könnten hier die Zukunft Österreich gestalten, zum Beispiel mit der ÖVP. Ich halte das für ein Wunschdenken aller anderen, weil in dem Moment, wo man das macht und so eine Strategie ginge auf, ja, dann haben wir natürlich eine Spaltung der FPÖ, das ist überhaupt keine Frage, weil kein Mensch einsieht, warum hier einer zurücktreten soll, der die Partei vom Tal der Tränen zu einem Erfolg geführt hat. Und dann natürlich brechen auch, so wie in der SPÖ, wenn man verliert, ja, da brechen natürlich alte Wunden wieder auf und alte Machtkämpfe wieder auf. Und da hat man plötzlich den Herrn Fussi drin, der sich also wichtig macht und damit rechnet, bitte bis zum 31.12. immerhin 14.000 Stimmen zu kriegen. Da wünsche ich der SPÖ viel Glück, weil unter Umständen schafft er das ja auch. Ja? Und ich meine, nein, das sind alles Wunschvorstellungen. Man möchte einen potenziellen Regierungschef verhindern unter allen Umständen. Jetzt sagt man die Kickl-FPÖ, das ist auch ein Blödsinn, weil man kann sich nicht die Gesprächspartner aussuchen, die man hat. Ja? Das bestimmt eine Partei. Nein, das sind Versuche, auch die FPÖ da einen gewissen Keim der Spaltung hineinzubringen. Und wie gesagt, in einer Dreierkoalition oder Gott behüte Viererkoalition, ich weiß gar nicht. Also da fühlen sich dann die Wähler einen Satz zur FPÖ von meiner Seite. Ja. Ungewöhnlich vielleicht jetzt, ich werde jetzt den Kickl verteidigen. Mhm. Nämlich, ich bin überzeugt, dass Organisationen sich ihr Leitungsgremium selber aussuchen können. Egal, ob das ein kleiner Fußballverein ist, was auch immer, oder eine politische Organisation. Und die Mitglieder dieser Organisation sind, suchen sich ihre Personen aus, die sie vertreten nach außen. Und ich finde es unredlich, wenn andere da irgendwie vorschlagen, wer in einer anderen Partei jetzt da irgendwie, oder auch in einem kleinen Verein, finde ich nicht okay. Deswegen, aber was natürlich möglich ist, dass auch in einem Fußballverein, wenn zwei Fußballvereine vielleicht überlegen, eine Spielergemeinschaft zu machen oder zu fusionieren, dann schaut man sich natürlich nicht nur Inhalte an, sondern schaut sich die handelnden Personen an und sagt, kann man mit denen? Und das ist wieder okay, dass jemand anderer sagt, in dem Fall der Nehammer, nein, will ich nicht, ist okay. Aber steht ihm trotzdem nicht zu, dass er... Und ich glaube, die FPÖ ist jetzt ganz anders aufgestellt wie damals natürlich unter Haider und unter Strache. Die FPÖ natürlich gestärkt mit Kickl, das ist klar. Kickl hat ja den Wahlsieg eingefahren, da lässt man natürlich den Kickl nicht fallen, das ist ganz klar. Kickl wird auch nicht auf die Nummer 1 Anspruch verzichten. So und auch nicht aber welche Rolle wird jetzt Kickl dann spielen? Was wird man da jetzt konkret in den nächsten Wochen und Monaten oder vielleicht auch Jahren dann auffahren? Ist es dann die Märtyrerrolle vor Stenzel oder wird man dann Dauerwahlkampf machen in den nächsten auch so ein Klischee. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Koalition FPÖ-ÖVP, was logisch wäre, ne? Was auch in die Republik sicherlich weiterbringen würde. Ja, wenn die nicht kommt, Dauerwahlkampf. Und wenn die nicht kommt, dann haben wir spätestens in 2 Jahren Neuwahlen.
Und auch das wird der Wähler nicht gutieren und sich dafür nicht bedanken. Also das heißt, wenn die ÖVP nicht versucht, aus dieser Sackgasse herauszukommen, dann wird sie bei den nächsten Wahlen noch ein Stückchen abrutschen. Und die SPÖ detto, und von den Neos will ich gar nicht reden und den Grünen auch nicht. Also die sollen sich schön zurückhalten. Aber Sie haben das, ja, wie Türkis Grün gekommen ist, auch gesagt, kann ich mich erinnern. Das, ja, nur der Schüssel ist kein Nehammer gewesen. Nein, ja, Türkis Grün. Nehammer ist der Schüssel. Sie, ja, haben das auch, ja, 2019 gesagt, ja, wie ÖVP Grüne eine Koalition gemacht haben, haben Sie auch gesagt, das wird nicht lang halten, die sind so weit auseinander. Ja, aus purer Verzweiflung. Was ist passiert? Die haben jetzt 5 Jahre durchgearbeitet. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Es werden Stillstandskoalitionen sind, ja, das. Absolut. Aber auch, ich sage nur, Sie haben das, es ist anders gekommen, wie Sie es damals gesagt haben. Aber ja, was ich schon sagen möchte, ja, es wird jetzt ein Bundesland nach dem anderen blaue Regierungsbeteiligung haben. Steiermark, schauen wir, was da passiert. Aber das heißt, der Druck auf die ÖVP wird sicher größer werden. Auch was ja Kickl sehr, sehr geschickt macht, mit jeder Pressekonferenz, wo er Kreide isst und Inhalte reinsendet zu ÖVP-Funktionären, zur Wirtschaft. Es gibt ja viele, die das hören und sagen, ich bin eigentlich eh seiner Meinung. Und das macht er sehr geschickt. Das heißt, natürlich wird der Druck größer auf die ÖVP. Ich glaube auch, dass da Kickl in eine Rolle schlüpfen wird und wird sagen, was er jetzt schon öfters getan hat, alle gegen mich und alle gegen uns und so, dass wir da, das werden wir öfters hören, ja, er wird nicht aufhören, Wahl zu kämpfen und wird aus dieser, und ich sage, Märtyrer ist das falsche Wort, aber er wird natürlich sagen, alle sind jetzt gegen uns und ich bin der Einzige, der das anders ist und das wird er sehr laut trommeln. Also die Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ, ich sage nicht die Ausgrenzungspolitik bewusst gegen Kickl, es ist eine Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ, bitteschön. Und das ist eigentlich ungeheuerlich, ja? Dass eine Partei, die in dem berühmten Verfassungsbogen, ja, sich bewegt, eine Partei, die in keiner Weise die Demokratie und die demokratischen Regeln in Frage stellt, ganz im Gegenteil, sie will, dass man sie exekutiert, dass man entsprechend demokratische Grundregeln. Sie haben ja zu sagen, dass ich mit jemandem nicht zusammenarbeiten möchte. Sie wollen ja auch mit den Grünen eine Koalition machen. Die rüde Kack der ÖVP, das ist wirklich mein geringstes Problem. Mit wem? Mit den Grünen eine Koalition würden Sie auch nicht machen. Also Sie, ist ja legitim, dass Sie das sagen. Ich sehe nicht ein, dass man eine Koalition der Verlierer bildet, bitte. Wenn die Bevölkerung anders gewählt hat und sie hat gewählt, Nummer 1 FPÖ, sage ich einmal, ja, und Nummer 2 mit einem ziemlichen, aber doch Respektabstand, Demokratie die funktioniert ÖVP halt so, dass man 50% erreichen muss. Sie glauben doch nicht, dass eine Koalition der Verlierer nicht von vornherein den Keim der Spaltung in sich trägt, weil da will sich natürlich jeder natürlich noch einmal profilieren und wenn es mehr als 2 sind, 3, ne? Oder Gott behüte, 4, ich halte nichts mehr für unmöglich allmählich, ja, bei diesem Eiertanz, Demokratie, den man macht, um die FPÖ so auszugrenzen. Aber Sie können mir glauben, ich spreche mit vielen normalen Menschen, also Menschen, die nicht berufsmäßig in der Politik sind und nicht berufsmäßig dem Journalismus angehören. Und die verstehen das einfach nicht. Die sagen, warum macht man mit der FPÖ keine Regierung? Die verstehen das nicht. Und die werden bei der nächstbesten Gelegenheit die FPÖ so stark unterstützen. Und das wird sich in der Steiermark zeigen, dass sie durch den Plafond gehen wird. Und dann schaue ich mir die ganzen belämmerten Gesichter von allen anderen mit Vergnügen an. Ja, am 24. November, da ist ja die Wahl in der Steiermark. Will man sich, Herr Arsenovic, über die Länder quasi in eine Koalition befördern? Weil bis zum 24. November wieder dieses mögliche Dreierbündnis nicht stehen? Ja, steht sicher nicht. Also, aber die Verhandlungen sind dann natürlich voll im Gange schon. Ja. Also, und eigentlich ist es so, dass mit Beginn der Verhandlung in der Regel man weiß, dass, wie die Regierung aussehen wird. Es ist ganz selten, dass Koalitionsgespräche dann platzen. Passiert nicht sehr oft, sondern es passiert eher in der Sondierungsphase schon davor.
Ja, klar, der Druck wird sicher erhöht, ganz klar. Da gibt es gar nicht viel zum Reden. Ja, und mit jedem Bundesland, wo die Blauen in eine Regierungsfunktion kommen, ist der Druck auf die Bundesregierung höher. Und Nehammer hat ja nicht die FPÖ ausgeschlossen, sondern nur eine Person. Das heißt, da gibt es eine Tür, die noch irgendwie offen bleibt, nämlich nicht Nehammer oder nicht die Person. Und wer weiß, was da passiert. Ja, der Druck wird auf jeden Fall erhöht. Ja, eins steht fest, einen wirklichen Vorschlag für Koalitionsverhandlungen hat man bisher von keiner Partei mit Ausnahme der FPÖ gesehen. Ja, dieser Koalitionsvorschlag, oder Verhandlungsvorschlag, das ist kein Koalition, das ist ein Verhandlungsvorschlag, ist wirklich bis ins Detail hinausgearbeitet, ist absolut seriös, ist mit Themen verbunden, ist mit Terminen verbunden. Ja, aber das hat bisher keine der Verliererparteien zustande gebracht. Also können Sie mir erklären, warum man so eine Partei ausgrenzt? Das kann ein normalsterblicher Wähler nicht mehr verstehen. Eine Verliererkoalition wird da nicht gutieren. Und der als erstes diese Verliererkoalition zu Fall bringen wird, aus einem Grund, weil man sich inhaltlich plötzlich auseinandergelebt hat oder sonst, weil man sich nicht riechen kann und so weiter. Dem wird man die Schuld geben, nämlich der Wähler wird dem die Schuld geben und dann wird die FPÖ bei den nächsten Wahlen mindestens in 2 Jahren durch die Decke gehen, bitte. Wenn Sie das wollen, machen Sie das weiter. Ja? Es ist ungeheuerlich, eine Partei, die seriös arbeitet, die einen seriösen Vorschlag für Verhandlungen vorlegt, dass man die ausgrenzt. Das ist doch ein Skandal, ein demokratischer. Frau Stenzel, ich möchte nur ganz kurz zu Ihren Plan, den die FPÖ der Kickl vorgelegt hat, wie er mit dem Kalender und wann er ja, sehr gut. Ich bin in einer privaten Situation, eine Partnerschaft, wo einer sagt, ich will nicht mehr, dann ist es schon komisch, wenn der andere dann sagt, aber ich habe jetzt einen Plan, wo wir das nächste Wochenende verbringen und wo wir den Urlaub verbringen. Und der andere sagt im klipp und klar, ich will diese Beziehung nicht mehr. Und so ist mir das vorgekommen. Ich meine, er geht in ein Gespräch, wo im klipp und klar gesagt hat, ich will mit dir nicht zusammenarbeiten. Und er macht eine Pressekonferenz und sagt, wie traurig ist das? Ich habe doch schon vorbereitet die nächsten 3 Wochen, wo wir miteinander sprechen können. Ist ein bisschen komisch. Sind Sie schon einmal auf die Idee gekommen, weil also alle Vergleiche hinken und der zwischen einer Ehe und Scheidung und Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildungen hinkt natürlich erst recht. Sind Sie vielleicht schon einmal auf die Idee gekommen, dass der Wähler, die Wählerin eigentlich genug haben von solchen Eiertänzen? Ja, aber daher etwas wissen, etwas sehen wollen, was ihrem Wählerwillen bitte entspricht. Ich sage nur einen Satz, die Demokratie funktioniert so, dass man Mehrheiten braucht, mehr als 50%, Punkt. Und diese Verhandlungen passieren und es wären die 2 oder 3 Parteien, diese 50%. Das könnte natürlich auch der Nehammer ausgetauscht werden. Nicht ganz so ist es ja nicht. Nicht? Weil in der ÖVP brechen für gewöhnlich auch große Diadochenkämpfe aus, Nachfolgekämpfe. Aber in dem Moment, wo die Nachfolgekämpfe sind woanders. Sie das, Herr Selovic, könnte es wirklich sein, dass in der ÖVP Nehammer wackelt, weil man sich jetzt denkt, man könnte mit der FPÖ locker hier diesen Österreich-Plan umsetzen und da tauscht man einfach Nehammer aus? Also im Moment, und ich rede mit sehr, sehr vielen Menschen in allen Fraktionen und auch mit normalen Menschen übrigens, verstehen Sie, auch am Fußballplatz, aber okay. Kann ich nur sagen, im Moment sitzt er fest im Sattel, diese Diskussion gibt es in der ÖVP im Moment nicht. Allerdings, klar, wenn die Verhandlungen mit der SPÖ stocken, schwieriger werden, ich sage noch einmal Niederösterreich, allerdings, wenn die Steiermark dazukommt, ja, dann wären die Kräfte vielleicht in der ÖVP dann doch lauter, die vielleicht Verbindung zur FPÖ suchen. Das könnte schon passieren, im Moment ist es aber nicht der Fall. Also man kann natürlich sich vorstellen, dass das Personal ausgetauscht wird bei der SPÖ, man kann sich vorstellen, dass das Personal ausgetauscht wird bei der ÖVP. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ausgetauscht wird bei der FPÖ, auch wenn das viele wollen. Sie haben ja schon einige Wörter verwendet, die man auch in den letzten Wochen immer gehört hat. Ausgrenzungspolitik, Koalition der Verlierer. Glauben Sie, werden diese Wordings jetzt in Zukunft noch mehr werden? Ja, ich bin mir sicher, der Kickl hat da sein Wörter, die er vorgibt. Dann, ich weiß nicht, habt ihr ein NLP-Seminar gehabt am Wochenende, aber es ist dann auffällig, wenn dann am Montag, nachdem der Kickl rauskam, alle FPÖ-Funktionärinnen dieses Wording auf allen Kanälen übernehmen. Ja, ist ein politisches Framing, was legitim ist. Der Kickl macht das recht gut. Alle plappern nach. Es wird kein Framing sein. Viele nützen eigentlich auch ihr Hirn. Es reicht völlig. Okay, aber es ist vielleicht der Zufall, dass dann, nachdem der Kickl was gesagt hat, einen Tag später alle FPÖ-Funktionärinnen danach plappern.
wird ein Zug. Ja, wir werden jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung gehen, dann blicken wir ausführlich auf die SPÖ und hier auf die Rolle von Rudi Fusse. Er hat ja vor einigen Tagen den SPÖ-Chef Andreas Babler hier herausgefordert und möchte jetzt neuer Chef der SPÖ werden. Auch da hat es diese Woche spannende Aussagen gegeben, die wir gleich analysieren nach der Werbung. Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24 TV. Willkommen zurück zu Fellner Live und zu unserem großen OE24 TV Wochenrückblick. Heute mit Hansa Senowitsch, Gemeinderat der Grünen in Wien. Schön, dass Sie bei uns sind. Und mit der Journalistin Ursula Stenzel. Dankeschön fürs Kommen. Wir haben in der vergangenen halben Stunde schon ausführlich über die Koalitionsgespräche gesprochen, die in dieser Woche noch Sondierungsgespräche waren. Man hat versucht, sich eben anzutasten. FPÖ, ÖVP und SPÖ. Und da war klar, mit Herbert Kickl geht nichts. Hier wollen ÖVP und SPÖ nicht mit Herbert Kickl. Die SPÖ hat sogar der gesamten FPÖ einen Korb gegeben. Generell brodelt es ja aktuell in der SPÖ, denn Andreas Babler sollte jetzt ja in Koalitionsverhandlungen und Gespräche gehen mit dem ÖVP-Chef Karl Nehammer und mit der NEOS-Parteichefin Beate Meindl-Reisinger. Nun ist aber klar, er bekommt einen Herausforderer in der eigenen Partei, Rudi Fusse. Er hat sich auch diese Woche wieder massiv zu Wort gemeldet, hat einen Plan vorgelegt, wie er die SPÖ reformieren möchte. Herr Arsenowitsch, die Rolle Rudi Fusses, kann er Babler wirklich gefährlich werden? Ich möchte vielleicht vorweg sagen, weil es ist ja keine Wahl zwischen Rudi Fusse und Andreas Babler, sondern die SPÖ hat sich ein Statut gegeben unter Andreas Babler, um sich zu öffnen. Das war der Wunsch. Und da in dem Statut steht drinnen, dass 10% der Mitglieder die Möglichkeit haben, eine Parteispitzenwahl auszulösen. Okay. Der Rudi Fusse möchte das werden und er sammelt jetzt einmal Unterschriften, damit es überhaupt zu einer Wahl kommt. Wenn er das schaffen würde, diese 10%, dann ist es auch nicht gesagt, dass nicht andere Leute auch noch kandidieren. Ja, das möchte ich gerne dazu sagen. Also es ist nicht, dann wird nur also die 10% der Mitglieder können entscheiden oder können den Wunsch äußern, dass es eine neue Parteispitzenwahl gibt. Und dann wird wahrscheinlich der Babler kandidieren, dann wird der Fusse kandidieren, vielleicht dann, wer auch immer, auch noch kandidieren. Aber ja, ich kenne Rudi Fusse recht gut. Ich weiß, dass er das will und das auch könnte. Ganz sicher kann er das. Die Frage ist, was wollen die Parteimitglieder? Und das, was ich vorhin gesagt habe, jede Organisation hat das Recht, sich ihre Spitze selbst auszusuchen. Das heißt, ich habe kein Recht, der SPÖ irgendwas auszurichten, wem sie wählen soll oder nicht. Das sind 140.000 Mitglieder. Die werden das tun. Und wenn die glauben, dass der Rudi Fusse der beste Parteichef ist, dann werden sie ihn wählen. Ja. Frau Stenzel, wie sehen Sie das? Hat Rudi Fusse in der SPÖ tatsächlich eine realistische Chance? Also ich halte, kenne ihn sehr, schon einige Jahre auch, ich halte ihn für hochintelligent und er lässt sich nicht auf etwas ein, wo er glaubt, er wird unter Umständen verlieren, obwohl er sehr locker ist diesbezüglich. Ja? Weil er sagt, wenn es nicht ist und ich diese 14.000 Stimmen, die er bekommen müsste bis 31. Dezember ja, diesen Jahres, wenn er die nicht bekäme, dann würde er einfach zurückgehen wieder in seinen Job und seine Werbe- und Beratungsagentur weiterführen. Also er ist ja nicht einer, der von der Politik unbedingt abhängig ist. Das stärkt ihn natürlich. Zweitens, es schwächt natürlich Babler. Das ist überhaupt keine Frage, weil dass sich ein Mann wie Rudi Fusse so zu Wort meldet, ja, und das tut er ja auch aus Sorge darum, dass die SPÖ sich in ein totales Out manövriert mit ihrer Thematik und auch mit ihrem persönlichen Spitzenkandidaten. Also es schwächt Babler. Es schwächt Babler genau zu dem Zeitpunkt, wo also alle möglichen Sondierungsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen durchgeführt werden. Und das ist natürlich, wird von einem Teil der SPÖ sicher begrüßt werden, aber von einem anderen Teil wahrscheinlich als Verrat empfunden werden. Aber wie gesagt, ich halte die Kritik vom Fusse an der SPÖ und an Babler für absolut nachvollziehbar. Ja? Er sieht in Babler nicht einen Mann, der die SPÖ wieder aus ihrem Tief herausholen kann. Und er ist interessiert daran, obwohl er auch mehrere Parteien durchlaufen hat, ja, das soll vorkommen, er ist interessiert daran, dass die SPÖ nicht völlig den Bach runterrutscht. Ne?
Ja. Also, ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber nicht mit so einer Pro-Rede von der Frau Stenzel für Rudi Fussi. Ja. Habe ich nicht gerechnet. Nein, mach ja. Also, Herr Sinovic, Rudi Fussi, offenbar hier beide d'accord mit der Meinung, aber ist das jetzt nicht der denkbar schlechteste Zeitpunkt, dass man hier wieder eine Diskussion über die Führung in der SPÖ vom Zaune bricht? Weil gerade jetzt möchte man ja in der SPÖ in Koalitionsgespräche gehen mit der ÖVP und jetzt könnte es sein, dass es hier wieder Unruhe gibt. Also, es werden viele sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, aber ich verstehe den Rudi Fussi, warum er diesen Zeitpunkt gewählt hat, weil er ist ja rausgegangen nach der großen Niederlage der SPÖ, also nach den Nationalratswahlen, wo die SPÖ ihr schlechtestes Ergebnis ever eingefahren hat. Er hat mir auch gesagt, er hat es unerträglich gefunden, die Jubelbilder der SPÖ, wie sie diese Niederlage feiern. Und für ihn war das der Grund, dass die SPÖ mit dem schlechtesten Ergebnis jetzt erneuert werden muss. Das war für ihn der richtige Zeitpunkt. Und ich kann es nachvollziehen, dass wenn halt alles schief läuft oder wenn wirklich so ein schlechtes Ergebnis ist, dass es da Menschen gibt, die sagen, okay, jetzt müssen wir was tun. Und das, so sieht er das. Generell an der Spitze bei Wahlen spielte die SPÖ jetzt noch eine Rolle. Am 24. November haben wir die Wahl in der Steiermark, dann folgt im Jänner die Landtagswahl im Burgenland. Hier ist ja die SPÖ derzeit stimmenstärkste Partei. Hier würde ja gerne der Landeshauptmann Doskozil die absolute Mehrheit ausbauen. Jetzt ist ihm aber Norbert Hofer als Gewicht entgegengesetzt worden von der FPÖ. Kann hier die SPÖ nun mehr verlieren? Also die SPÖ ist im Moment nicht auf einer Erfolgsstraße, das würde ich schon einmal so sagen. Das Problem Fussi ist ein Symptom dafür, dass es eben in der SPÖ schwer kriselt. Und warum sich das ausgerechnet bis also zu den nächsten Landtagswahlen positiv auswirken sollte, dazu fehlt mir die Fantasie. Nein, das alles, was ein Streit, ein Konflikt, ein innerparteilicher ist, der an die Öffentlichkeit gerät, schwächt natürlich diese Partei. Das muss man sagen. Die Menschen wollen keinen Streit. Sie wollen also, dass man gemeinsam etwas macht. Und was sie sehen, ist eine in sich zerrissene SPÖ, die vor sich hin schwächelt. Der Doskozil, damit hat es ja schon begonnen, mit dem Kampf zwischen Doskozil und Babler. Nicht? Dann hat man sie noch verzögert auch. Also es war mehr als peinlich. Und das stärkt eine Partei nicht. Nein, ich sehe die SPÖ im Moment auf einem abschüssigen Weg. Ob mit, ob ohne Fussi. Sehe ich ähnlich, ja. Die SPÖ möchte gerne die absolute Mehrheit dann ausbauen im Jänner, wenn dann die Landtagswahlen sind, unter Doskozil. Jetzt kommt Hofer als Gegengewicht mit der FPÖ. Wie sehr wird er denn hier Doskozil schwächen? Oder ist da... Nein, ich glaube, also ich sehe es ähnlich. Die SPÖ hat mehrere Probleme und ich... argumentiert vorsichtig, weil wir auch eigene Baustellen haben und es ist ja immer schwierig, über andere Parteien zu reden, wenn man selbst gerade auch Baustellen hat. Aber generell ist es natürlich schwierig, weil die Partei sehr breit ist. Ich sage jetzt einmal von Dornau auf der einen Seite, also muss ich rechts anfangen, bis ganz links. Und es braucht dann scheinbar immer charismatische Persönlichkeiten, die dieses zusammenhalten, diese vielen, vielen unterschiedlichen Meinungen innerhalb der SPÖ. Dann haben sie ein strukturelles Problem. Die Arbeiterinnen sind schon lang weg, viele schon bei der FPÖ, auch in der Steiermark wird man das jetzt auch sehen. Und Doskozil ist natürlich, hat dieses Charisma, eindeutig. Der ist diese Person, der es im Burgenland sehr gut zusammenhält, der auch sehr beliebt ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher wieder also Hofer, strahlen, dass es vielleicht auch... Hofer ist natürlich auch sehr beliebt. Ja, absolut. Hofer ist beliebt und er ist aus dem Burgenland. Also ob man unter diesen Umständen, ob es da Doskozil gelingt, sozusagen die absolute zu halten, das kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Das wird sich dann, wie gesagt, dann im Jänner... Ich glaube, die Zeiten von Absoluten sind so und so vorbei in der eigentlich vorbei. Ja. Wir haben hier eine Koalition im Burgenland zwischen der SPÖ und der FPÖ. Warum kann denn so etwas eigentlich nicht funktionieren? Pardon, im Burgenland haben wir diese Koalition auf Landesebene. Warum kann so etwas im Bund nicht funktionieren? Also ich habe gesagt, neben den Inhalten und Themen sind es immer die handelnden Personen. Doskozil ist ein ganz anderer Typ wie Andi Babler, der sein ganzes Umfeld natürlich extrem links ist. Das ist, man vergleicht Äpfel mit Birnen, wie wenn das zwei verschiedene Parteien wären, meiner Meinung nach.
Dann kommt natürlich auch dieses Stadt-Land-Unterschied auch noch stark dazu. Ich glaube, dass in Städten generell linke, progressivere Menschen auch in der Sozialdemokratie sind, wie vielleicht in den Bundesländern. Dann gibt es Bundesländer wie Vorarlberg, wo die SPÖ überhaupt keine Relevanz mehr hat. Ich meine, die sind dort unter 10% hinter den Grünen. Also mehr. Und das ist dieselbe SPÖ, muss man sagen, die heute in Form von Andreas Babler aufgetreten ist und der FPÖ eine Absage erteilt hat. Er hat zum Beispiel wortwörtlich gesagt, Kickl und die FPÖ würden hetzen, Hass sehen und die Gesellschaft spalten. Weiter sagt er noch, die FPÖ pflege einen engen Kontakt zu den Rechtsextremen. Was sagen Sie dazu, wenn Sie so etwas hören? Das sind derartige banale Klischeesätze, dass ich sage, ich kann es schon nicht mehr hören. Und so geht es vielen. Ja? Wenn einem nichts anderes einfällt, dann tut er mir leid. Ja. Nein. Aber er ist ein Schmalspur-Marxist und ich habe auch nicht viel anderes von ihm erwartet. Also ich glaube, die FPÖ grenzt in dem Fall den Andi Babler auch aus, um das Wort der FPÖ zu verwenden. Ich glaube, kann man auch nicht vorstellen, dass es viele in der FPÖ gäbe, die mit Andi Babler in der SPÖ eine Koalition suchen wird, glaube ich nicht. Generell könnten Sie vorstellen, dass es mal eine Annäherung wieder geben könnte, auch auf Bundesebene zwischen SPÖ und FPÖ, oder waren die Worte von Babler hier wirklich sehr klar? Er hat ja noch weiter gesagt, die Menschenrechtsfrage stellt Kickl hier in Frage und selbst eine Abstimmung über die Todesstrafe wäre für den FPÖ-Chef vorstellbar, hat er heute wortwörtlich gesagt. Also alle handelnden Personen in der SPÖ, die ich kenne, und da gibt es jetzt ein paar Ausnahmen, Dornauer, Tosco zählt, die vielleicht eher rechts, am rechten Rand der SPÖ anzusiedeln sind. Aber alle anderen, und das ist die 90-prozentige Mehrheit, schließen eine Zusammenarbeit aus mit der FPÖ. Kann ich mir schwer vorstellen, obwohl es natürlich in Kommunen und so weiter immer wieder passiert, auch auf Länderebene. Trotzdem, ich würde meinen, dass das eine Bundes-SPÖ, die eine Koalition mit einer FPÖ in dem Zustand, wie sie heute jetzt ist, ich weiß nicht, wie sie die FPÖ in 20 Jahren entwickelt, es würde sie zerreißen, ganz ehrlich gesagt. Also da würde es Abspaltungen geben, da würden die Jungen in der SPÖ auflehnen. Flügelherr würde also sich da würde, auflehnen. Das würde ja. Die SPÖ intern nicht überleben. Und ich glaube, das ist auch im Moment wirklich fern von jeder Realität, auch von beiden Seiten. Wäre ein Katalysator natürlich für Flügelkämpfe, würde das natürlich in Wiesbaden sind des Wortes beflügeln, aber ich sehe also wirklich hier die Situation der SPÖ geschwächt und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, weder auf Länderebene noch auf Bundesebene. Um noch einmal auf das Ausgangsthema von diesem Themenblock zurückzukommen, das ist Rudi Fussi. Es wird jetzt ja demnächst dann Gespräche geben zwischen der ÖVP, der SPÖ und den Neos. Könnten Sie vorstellen, dass hier Rudi Fussi vielleicht als Minister für die SPÖ in ein Team ziehen könnte? Weil er hat ja doch einige Ideen, die vielleicht ganz... Ganz ein klares Nein aus zwei Gründen. Erstens, keiner in der SPÖ darf der jetzigen Führungsmannschaft wie der Rudi Fussi ein Ministeramt anbieten. Und der zweite klare Nein, er will es auch nicht. Also kein Thema, null. Ja, ich glaube auch nicht, dass wenn er etwas macht, will er nicht die zweite Geige spielen, sondern die erste. Nicht? Wir sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird und ob sich Rudi Fussi vielleicht wirklich tatsächlich auf den ersten Platz hier bei der SPÖ hieven kann. Wäre auf jeden Fall ein Wunder. Wir gehen in eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich zurück und dann blicken wir zu den außenpolitischen Top-Themen der Woche. Bis gleich. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24 TV. Der große Fellner Live-Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit Ursula Stenzel, ehemaliger Politikerin und Journalistin. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen Nachmittag. Und Hans Arsenowitsch, Gemeinderat der Grünen in Wien. Wir kommen jetzt zu den brisanten außenpolitischen Themen der Woche. Und hier ging der Krieg in Israel und den umliegenden Regionen natürlich auch in dieser Woche weiter. Und Israel hat in dieser Woche den Tod des Hamas-Chefs Sinwar bestätigt. Und Frau Stenzel, Sie waren ja viele Jahre lang auch außenpolitische Journalistin. Daher gut, dass Sie heute hier bei uns sind. Da können wir das Thema korrekt einordnen. Ich war auch im Gazastreifen. Sinwar, so noch nicht israelisch besetzt. Sinwar war ja, um das noch einmal mitzuteilen für unsere Zuseher, für das Attentat der Hamas gegen Israel im Oktober 23 verantwortlich. Ja. Er wurde nun ausgeschalten. Ist das jetzt das Ende des Krieges?
Ich fürchte nicht, dass es das Ende des Krieges ist, aber es ist eine ungeheure Schwächung natürlich der Hamas. Das muss man sagen. Also es ist, die Israelis haben es geschafft, die gesamte Führungsriege eigentlich der Hamas und auch der Hisbollah innerhalb weniger Wochen auszuschalten. Dass so etwas keine Wirkung hat, ist kaum vorstellbar. Das muss eine Wirkung haben. Das führt zu Verunsicherungen, das führt natürlich zu einer Schwächung der Hamas. Was Israel aber bisher nicht gemacht hat, und das ist interessant, ist, es hat Iran nicht angegriffen. Ja? Und das lässt darauf schließen, dass hier die USA einen starken Druck auf Israel ausüben, sagen, machen Sie alles andere, aber bitte das nicht. Ja? Und da ist die große Frage, ob Israel sich noch zu so einem Schritt durchringt und dort noch einmal, also dem Drahtzieher, ja, der Hisbollah sozusagen, hier eine Schwächung zufügt, auch dem Regime im Iran eine Schwächung zufügt. Aber wie gesagt, die Ausschaltung dieser Führungsschicht zeigt, dass der Mossad wunderbar und auch der Militärgeheimdienst offenbar sehr gut funktioniert. Und das bringt aber eine politische Lösung um keinen Schritt näher. Ist das jetzt eine entscheidende Wendung im Krieg, Herr Asinovic? Außenpolitisch diskutiere ich sehr gerne mit der Frau Stessler, sind wir hundertprozentig einer Meinung, also zumindest was diesen Fall betrifft. Ja, eine Wende, ich meine, ich möchte vielleicht vorweg, dass ich das auch klipp und klar sage. Israel wurde angegriffen. Alle Nachbarn rundherum wollen Israel vernichten und Israel verteidigt sich da. Und damit da jetzt keine Missverständnisse in meiner Wortmeldung sind, also zu Recht und. Ich finde, Sie haben, wie die Frau Stendl gesagt hat, die Hamas sehr geschwächt, die ganze Führungsriege ist ausgeschaltet. Ja, das macht was mit einer Organisation. Da sind ja auch viele Informationen vorhanden, die nicht so leicht weitergegeben werden können. Jede Einheit, die führungslos ist, ist chaotischer. Und ich denke auch, dass der israelische Geheimdienst, der Mossad und auch der militärische Geheimdienst da wirklich, weil ich habe das Video gesehen und die Drohne ist ja reingeflogen, quasi ins Wohnzimmer, da muss man schon wissen, wo er sitzt. Dasselbe mit der Hisbollah, auch da. Auf der anderen Seite sehe ich auch in der Westbank, also im Westjordanland, dass die Fatah, dass da schon auch wieder, es kommen halt die nächste Generation ist da, es wird nicht aufhören. Und auch was den Iran betrifft, da war natürlich die Angst, wie wird die Antwort der Israelis sein. Und ich glaube auch, dass da viele auf die israelische Regierung einen Druck ausgeübt haben, vor allem Amerika, diese Antwort nicht zu scharf ausfallen zu lassen, weil das ja natürlich wieder den nächsten Pulverfass explodieren lässt. Aber ich glaube auch, es ist nicht vorbei, es brodelt dort immer wieder und immer wieder wird das nächste aufgehen und das Thema ist noch nicht vom Tisch. Sie haben es ja vorhin auch kurz erwähnt, Sie haben auch viele Jahre auch über Israel und aus Israel berichtet. Wie schätzen Sie hier die Situation ein? Wird jetzt die Hamas weiterkämpfen? Wird es einen Nachfolger von Sinwa geben? Und vor allem, was ist mit den Geiseln, die noch immer nicht freigelassen wurden? Das ist ein menschliches Problem. Ja? Weil, A, weiß man nicht, ob sie überhaupt noch leben. Ja? B, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest einige von ihnen leben, weil das ein Faustpfand ist, das die Hamas und die Hisbollah benutzen können. Ja. Und daher, also ist, aber ich habe den Eindruck, ja, dass also der israelischen Regierung es wichtig ist, einmal Zeit zu gewinnen, ja, die Hamas und die Hisbollah entscheidend zu schwächen. Das verschafft unter Umständen einige Jahre Atempause. Wir werden sehen, wie viele Raketen wieder auf Nordisrael also abgeschossen werden oder nicht. Ja. Auch das ist ja eine nicht haltbare Situation im Wesentlichen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, mit wem man überhaupt Gespräche aufnehmen kann im Moment. Ja? Ich sehe keine Führungspersönlichkeit im palästinensischen Bereich, mit der man reden könnte. Ja? Die Terroristen, die man also ausgeschaltet hat, Israel, die waren sicher keine Gesprächspartner, sondern die waren erklärte Feinde Israels. Und zwar in dem Bewusstsein, dass sie Israel weder durch Terror noch durch gezielte oder ungezielten Raketenbeschuss. Sie haben nicht die Power,
ja, dieses Land, Gott sei Dank, aus den Angeln heben zu können. Ja. Also das heißt, sie sind auch in einer totalen Sackgasse. Ich sehe nur im Moment keinen Ausweg aus dieser Sackgasse. Ja. Es fehlen die Gesprächspartner. Das Einzige, was ein Ausweg sein könnte, ist, wenn in Amerika Wahlen sind und hier durch den Druck der USA wieder eine Art, was immer, Oslo-Prozess eingeleitet wird. Oder der ja auch schiefgelaufen ist und auch gescheitert ist. Also das Einzige, was wahrscheinlich helfen kann, ist, dass in Amerika eine Regierung kommt, die versucht, hier eine Verhandlungslösung wieder auf den Tisch zu bringen. Ja. Ich glaube, es gibt schon noch weitere Punkte. Jetzt muss man auch berücksichtigen, die Palästinenser sind ja selbst auch sehr zerstritten. Die Hamas im Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland, also in der Westbank. Dort gibt es natürlich schon Kanäle, die offen sind zu den Fatah-Führern, also im Westjordanland. Vielleicht, dass die auch ihren Einfluss stärker auf den Gazastreifen und auf die Hamas setzen. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin dafür zu wenig Experte, aber ich weiß natürlich, dass die untereinander ja sehr auch verfeindet sind. Und was noch dazu kommt, ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte, auch innerhalb Israels, die Demos gehen ja auch weiter. Netanyahu sitzt ja nicht fest im Sattel, natürlich in einer Kriegssituation schon. In einer Kriegssituation ist man immer unangreifbarer wie halt in. Aber es gibt viele, die Neuwahlen fordern und. Auch da könnte sich dann was ändern. Keine Ahnung, wie, wenn sich in der Innenpolitik in Israel was ändert, neue Führer, die dort entstehen. Und die Geiselthematik schreckliche. Ich verstehe auch nicht die Hamas, die ihre eigenen Leute da als Schutzschilder verwenden und im Endeffekt für den Tod der eigenen Leute auch verantwortlich sind, weil sie eben nicht die Geiseln freigeben. Auf was man natürlich jetzt seit Wochen gespannt wartet, ist ein Angriff von Israel auf den Iran. Weil vor einigen Wochen hat ja der Iran mehrere hunderte Raketen auf Israel gefeuert. Der Iron Dome konnte die ja großteils abfangen. Aber wird da jetzt Israel noch zurückschlagen, nachdem sie jetzt auch diesen Erfolg gegenüber der Hamas abgeliefert haben? Also wenn es zurückschlägt, dann kann es nur jetzt zurückschlagen und nicht nach der amerikanischen Wahl. Also das Zeitfenster sehe ich relativ begrenzt bis zum 5. November, wenn man weiß, wer in Amerika gewinnt. Ja. Und wenn sie das machen wollen. Es muss auch, ich weiß es nicht, welcher Gewinn daraus gezogen werden könnte. Denn ein Gewinn wäre es nur, wenn das Mullah-Regime so geschwächt würde durch so einen Angriff, dass es in sich kollabiert und zusammenbricht und im Iran endlich also Oppositionskräfte wieder eine Ablöse dieses theokratischen, dieser Theokratie und dieser Diktatur möglich wäre. Ich bin kein Prophet. Ich bin kein Prophet, aber ich könnte mir nur vorstellen, wenn denn ein Schlag erfolgen sollte, dann kann er eigentlich nur erfolgen innerhalb eines gewissen Zeitfensters. Also ich bin mir sicher, es wird eine Antwort geben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber das Wort ist angemessen. In der Logik der israelischen Regierung und auch der Militärs, die ja ein gewichtiges Wort in Israel mitzureden haben, sind sie angegriffen worden und ein Rückschlag wird kommen. Natürlich drängen auch die Amerikaner haben gesagt, okay, habt ihr das Recht, zurückzuschlagen, aber es muss angemessen sein. Angemessen heißt, was auch immer jetzt passieren wird, ob das Aktionen sein werden im Irak, im Land, wo halt... Was ist oder angemessen? Was, ich glaube, es wird keinen was großen... Ist angemessen? Ja, was ist angemessen? Die Atomanlagen bei Isfahan nicht zum Beispiel. Die hoffentlich nicht. Also da könnte noch einige Überraschung bevorstehen. Hoffen wir, dass es nicht derartig schlechte Überraschungen sind. Ja. Vielen Dank, Frau Stenzel, für den Besuch hier bei uns im Studio. Herr Senovic, auch danke. Sie. Danke, dass Sie heute hier bei uns waren und mit uns die Woche analysiert haben. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung, sind dann gleich wieder zurück mit weiteren spannenden Diskussionen.